Auf Baustellen werden sie dringend benötigt. Hebeeinrichtungen und Spezialseile. Das ist die Welt von Jürgen Klein. Der 60-Jährige hat seinen Betrieb mit heute 15 Angestellten gemeinsam mit seiner Frau aufgebaut. Vom siegerländischen Bobach aus liefert er seine Produkte an Unternehmen in der Region. Wir sind so ein bisschen die Feuerwehr für die hiesige Industrie. Die Leute kommen teilweise auf den Hof gefahren, lassen sich Artikel direkt neu fertigen oder auch reparieren und überprüfen. Wir sind so positioniert, dass wir ein großes Lager haben, damit auch kurzfristig und zügig reagieren können. Klein hat sich frühzeitig Gedanken um eine Nachfolge und einen möglichen Verkauf des Betriebs gemacht. Seine größte Herausforderung dabei: die bestehenden Pensionsverpflichtungen. Im derzeitigen Umfeld extrem niedriger Zinsen muss sein Unternehmen, wie viele andere auch, heute dafür mehr Rückstellungen bilden. Das schmälert den Gewinn, oft auf unbestimmte Zeit. So etwas kommt bei potenziellen Käufern nicht gut an. Bei Firmengründung haben die Versicherungsmakler den damaligen Zeitpunkt genommen und haben gesagt, das ist die wirtschaftlichste Lösung. 1997 wurde die rückgedeckte Versicherung als Pensionszusage favorisiert. Mehrere Jahre sucht Klein nach einem Ausweg. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich von der Belastung der Pensionszusagen zu befreien. Die Deutsche Bank hat eine Lösungsmöglichkeit gesucht und gefunden, indem die Pensionszusage ausgegliedert wird. Das haben wir seinerzeit gemacht. Der Vorteil ist, dass dadurch ein potenzieller Nachfolger keine finanziellen Verpflichtungen mehr hat. Die Verpflichtungen wurden in einen speziellen Fonds ausgelagert. Die dafür notwendige Liquidität hat die Deutsche Bank per Darlehen finanziert. Die Absicherung ist jetzt vom Unternehmen getrennt. Jetzt hat sich natürlich das Kapitalmarktumfeld geändert. Wir haben ein sehr niedriges Zinsniveau. Da muss man als Unternehmer aufpassen, dass die Zusagen, die man für die Zukunft macht, richtig in der Bilanz wiedergespiegelt werden. Oftmals wird der Barwert der Zusagen genommen, um die Rückstellungen zu definieren. Man kann jetzt schon sagen, das wird nicht mehr ausreichen in Zukunft. Deswegen bieten wir unseren Unternehmen eine ausführliche Beratung an und möchten Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Bilanz sicher aufstellen können, wie Sie Ihr Rating verbessern können. Das Unternehmen ist jetzt von den Zukunftslasten befreit. Der Suche nach einem Nachfolger steht nun nichts mehr im Weg. Meine Frau und ich sind sehr erfreut darüber, die Auslagerung der Pensionszusage jetzt vorgenommen zu haben. Zum einen ist dadurch unsere private finanzielle Zukunft gesichert. Gleichzeitig können wir eigentlich betrieblich auch sehr zuverlässig in die Zukunft schauen. Seit Gründung ist die Klein Seil- und Hebetechnik GmbH eine Erfolgsgeschichte. Die Voraussetzungen sind geschaffen, dass auch ein neuer Firmenchef sie auf den Baustellen der Region weiterschreibt.